Also ich möchte euch heute mal vorstellen, was sich in dem Projekt Check im Caso getan hat. Vor 2 Jahren habe ich das zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Vor einem Jahr, wer hier war, habe ich eine neue grafische Oberfläche vorgestellt, die Multisite GUI. Und die Entwicklung nimmt eigentlich an Fahrt immer noch weiter zu. Also es gibt unheimlich viele Neuerungen. Bevor ich anfange, würde es mich interessieren, wer von euch setzt aktuell CheckMK ein? Ja, das freut mich doch sehr, eine ganze Menge. Und wer hat davon schon gehört und setzt es noch nicht ein? Gut, dann schauen wir mal, ob ich ein paar von denen noch begeistern kann, dass sie da ein bisschen Gas geben. Ganz kurz zu mir selbst. Ich habe eine kleine Firma in München, die wächst rasant zurzeit. Wir machen Open Source eigentlich schon immer, also Linux Open Source ist unser Thema. Dabei eben Systemmonitoring ist eigentlich einer der wichtigsten Schwerpunkte und dann zum anderen noch Betrieb von Linux im Rechenzentrum, also so Themen wie Storage, automatische Installation, Softwareverteilung. Systemintegration ist dann ähnlich, wobei da geht es dann um Integration von Anwendungen. Also wie machen wir aus einer Anwendung plus einem Betriebssystem zum Beispiel eine komplette Kundenanlage für Flugsicherung, Radarüberwachung von Schiffen und solche Themen. Ja, zum Projekt CheckMK. Ich habe jetzt versucht, mal die ganze Monitoring-Umgebung, die wir so bei unseren Kunden einsetzen, in ein Schaubild zu packen, um mal zu zeigen, wie das Projekt CheckMK sich eigentlich entwickelt hat. Angefangen hat es eigentlich mit dem Kasten hier unten. Also das eigentliche CheckMK ist sozusagen ja ein Add-on, mit dem kann ich effizient Checks ausführen, Daten einsammeln. Es hilft mir bei der Konfiguration, gerade bei sehr komplexen Netzwerken. Dann dazugekommen ist ja, habe ich letztes Jahr vorgestellt, die Multisite-GUI, also eine Status-GUI, die klassischen Nagios-CGIs ersetzt. Die hat mittlerweile etliche Zusatzmodule bekommen. Das eine möchte ich heute vorstellen, das heißt BI, also das ist, beschäftigt sich mit dem Thema Aggregation von Services. Dann gibt es das VATO, das ist unsere Konfigurationsoberfläche, die ist mittlerweile auch ausgewachsen zu einem vollständigen Konfigurationssystem, mit dem ich also auch Checks konfigurieren kann, Schwellwerte, Benutzer verwalten und so weiter. Und die Multisite ist auch mittlerweile, kann man sagen, eine Art Applikationsentwicklungsplattform. Man kann also in dem Framework auch eigene Anwendungen integrieren. Haben wir in unseren Projekten zum Beispiel für Kunden gemacht, ein Modul integriert, um Prozesse zu steuern, Anwendungen stoppen und starten. Nur als Beispiel, was sich dann sehr schön nahtlos in diese Monitoring-Oberfläche einfindet. In der Mitte werkelt der Core, zum Beispiel Nagios, ist immer noch bei uns der Standard-Core, den wir einsetzen, könnte aber genauso gut Isinga sein oder ein anderer. In dem Core gibt es das Modul Live-Status, das ist jetzt auch schon ungefähr 1,5 Jahre alt, mit dem kann man eben auf Statusdaten zugreifen, auf eine sehr elegante und performante Art. Und die nutzt die Webschnittstelle, um an die Statusdaten zu kommen. Ganz neu ist eine Entwicklung, die werde ich nachher kurz vorstellen, das Live-Check. Das ist eigentlich eine sehr, sehr kleine Sache, was aber das Ausführen von aktiven Checks außerordentlich stark beschleunigt. Ja, zur Visualisierung ist immer noch Nagios Produkt erster Wahl. Wir haben natürlich den schönen Vorteil, dass der Lars Michelsen, der Hauptentwickler von Nagios, ist mit in meiner Firma als Mitarbeiter. Wir sitzen da sozusagen an der Quelle und haben da den Vorteil. PNP von Nagios ist unser Graphing-Tool der Wahl für Historisierung von Performance-Daten. Das basiert natürlich auf den Round-Robin-Tools. Es gibt noch einen kleinen Kasten hier, CheckMK Notify, das ist nur relativ marginal. Da geht es einfach darum, dass man eine Notifikationslösung hat, die E-Mails verschickt. Das ist nur relativ rudimentär, aber das macht das ganze Bild vollständig. Dann gibt es noch klassische Nagios-Plugins. Wir setzen die eigentlich ein, zum einen für Host-Checks, also für Check-Ping, Check-ICMP, solche Themen, oder für Netzwerk-Checks, wie das Überwachen von Webservern. Wenn ich eine Webseite abrufe mit HTTP, dann könnte ich das zwar irgendwie ins CheckMK reinbauen, in diesen Agenten, aber das macht normalerweise wenig Sinn. Das ist mal so ein bisschen das Gesamtschaubild, und an dem möchte ich jetzt mal zeigen, was ich alles so getan hat. Ich möchte beginnen damit, mit der aktuellen stabilen Version. Die Version 1.1.12, die ist rausgekommen vor einem Monat ungefähr. Wer das Versionierungsschema noch nicht kennt von CheckMK, vielleicht ein kleines Wort dazu. Es gibt immer stabile Versionen, die haben gerade Nummern, also die 1.1.8, 1.1.10, 1.1.12, das waren die stabilen Versionen. Davon gibt es dann
Service Packs, also zum Beispiel P1, P2, P3 sind dann die Bugfixes einfach, wo dann nur noch Fehler behoben werden. Aktuell sind wir bei der 1.1.12 P3. P4 kommt auch bald, es sind aber nur noch zwei Kleinigkeiten, Marginalitäten, die da repariert sind. Und dann gibt es immer noch die Innovation-Versionen, das sind die mit den ungeraden Ziffern und dem I dahinter. Das sind also keine Beta-Versionen in dem Sinne, weil eine Beta-Version ist für mich was, was auf eine stabile Version hinarbeitet, wo dann Fehler behoben werden. Die Innovation-Versionen sind praktisch Meilensteine, wo größere Innovationen drin sind, die wir schon der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen wollen, die aber einfach noch nicht so lange in Praxis erprobt sind und die einfach noch ein bisschen mehr Fehler haben als die stabilen Versionen. Das heißt, jetzt kann jeder für sich entscheiden, wenn er wirklich ein absolut stabiles System braucht, nimmt er halt die stabile Version. Wenn er eine Neuerung sieht, zum Beispiel die ich heute vorstelle und sagt, das wäre interessant für uns, kann er die i-Version ausprobieren und wenn die für ihn stabil läuft, dann ist es normalerweise auch kein Problem, die einzusetzen. Und dann möchte ich noch ein bisschen darauf eingehen, auf Sachen, die jetzt noch nicht in einer Version enthalten sind, die einfach gerade in der Mache sind oder in Zukunft geplant sind. Ja, was gibt es in der 1.1.12 Neues? Wie bei jeder neuen Version gibt es erstmal haufenweise neue Checks. Die jetzt alle aufzulisten, wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen langweilig. Bemerkenswert ist vielleicht, dass es jetzt einen eigenen Oracle-Agenten gibt. Hat uns der Detlef geholfen dabei von der KVN, dadurch, dass wir es für ihn bauen durften. Und ist auch bei anderen Kunden schon im Einsatz. Das heißt, man hat jetzt im CheckMK eine Lösung, um Oracle zu monitoren. Die ist zwar jetzt nicht so mächtig wie zum Beispiel das Check Oracle von Gerhard Lauser. Dafür ist sie außerordentlich einfach aufzusetzen. Nach dem Check-MK-Prinzip skaliert sie auch hervorragend und arbeitet auch vollautomatisch. Das ist jetzt der Vorteil. Dann gibt es viele Detailverbesserungen. Ein paar von denen will ich dann einfach mal live zeigen. Es gibt ein komplett neues Modul in der GUI, das BI-Modul zur Aggregation von Daten. Das löst im Prinzip eine ähnliche Aufgabenstellung wie Nagios BP. Wer von euch hat ein Nagios BP schon mal aufgesetzt oder verwendet das? Das ist also durchaus Interesse dran. Genau, das BI tritt an, sozusagen das, was Nagios BP macht, einfacher und besser zu machen. Dann gibt es neue Feature Dashboards. Also ein Dashboard ist eine Seite, wo ich mehrere Elemente unterbringen kann. Zeige ich dann gleich live. Es gibt ein verbessertes Vato. Das Vato von 1.1.12, mit dem kann ich eben Hosts und Services verwalten. Das ist jetzt schon ausgelegt auf eine größere Zahl von Hosts. Das hat eine baumartige Konfiguration mit Vererbung von Attributen. Das ist in der 13er nochmal deutlich ausgeweitet worden. Deswegen will ich in der Praxis euch gleich die ganz neueste Entwicklung zeigen. Die ist nämlich sehr umfassend. Ein paar Beispiele für Verbesserungen im Live-Status. Zum Beispiel gibt es jetzt durchgängigen UTF-8-Support. Das Problem ist ja, dass Nagios, wenn es Texte zur Verfügung stellt, ist die Codierung nirgendwo festgelegt. Das hängt also davon ab, wie ihr zum Beispiel in eurer Konfiguration, was für eine Codierung ihr verwendet. Wenn die Konfigurationsdateien UTF-8 codiert sind und die Checks UTF-8-Daten liefern, dann kann man im Live-Status, das ist auch, ist jetzt per Default eingeschaltet, dann funktionieren auch alle möglichen Zeichen, habe ich nachher im Demo auch drin. Von germanischen Runen angefangen über chinesische Zeichen, ist also jetzt zum Glück kein Problem mehr. Im Multisite gibt es ein paar nette Neuigkeiten, die zeige ich dann live. Und wie gesagt, neue Checks, zum Beispiel Oracle-Agenten, Windows-Agenten hat sich einiges getan. Der ist also jetzt stabiler geworden, er ist schneller geworden, er ist konfigurierbarer geworden. Zum Beispiel haben wir auch einen komplett neuen, den Brocade-Switchport-Check komplett neu überarbeitet, der doch sehr komplex ist und sehr viele Funktionen und Möglichkeiten hat. Wie zum Beispiel Mittelung über längere Zeiträume, automatisches Erkennen von Inter-Switch-Links und so weiter. Ja, jetzt würde ich sagen, ich zeige einfach mal live ein paar der Neuerungen zum Multisite-GUI. Was jetzt zum Beispiel einfach neu geht, ist, dass ich hier auf so eine Spalte klicke und kann sortieren. Ja, ist vielleicht eine Banalität, aber absolut nützlich und von der Implementierung gar nicht so trivial. Zumal die Gruppierung, wie man hier sieht, beibehalten wird. Also es wird innerhalb einer Gruppe sortiert. Man sieht hier auch die chinesischen Zeichen als Servicebezeichnung. Geht, also. Bitte? Das weiß ich nicht, was das heißt. Ich meine, keine Ahnung. Ich hoffe, nichts Anstößiges. Oder kann es einer übersetzen von euch hier zufällig?
Was auch neu ist, ist dieses kleine unscheinbare X. Wenn ich hier drauf gehe, kriege ich hier Checkboxen. Und diese Checkboxen sind dann interessant, wenn ich Kommandos ausführe. Dann kann ich nämlich sagen, für die drei Ausgewählten möchte ich jetzt zum Beispiel eine Downtime setzen. Dann sehe ich nochmal die drei Ausgewählten, kann sagen, okay, und habe das Kommando auf die drei ausgeführt. Also so ein bisschen in die Richtung ging es schon vorher. Das Verfahren ohne Checkboxen ist halt, dass es für alle macht, die ich jetzt momentan sehe. Das ist durchaus nützlich. Was habe ich noch gezeigt auf der Folie als Beispiel? Genau, es gibt was ganz Interessantes, das ist aus einem Kundenprojekt heraus entstanden. Und zwar, wenn ich jetzt mal, ich habe jetzt mal hier eine Ansicht vorbereitet, eine View. Und das sieht jetzt auf den ersten Blick mal aus, als wäre das nichts Besonderes. Aber wer andere Nagios Status GUIs kennt, der wird erkennen, dass das eigentlich mit den anderen, zumindest mit denen ich kenne, nicht möglich ist, so eine Ansicht zu machen. Was ist denn das Besondere an dieser Ansicht hier? Genau, ich habe Service-Informationen in einer Host-Ansicht. Also es ist eigentlich eine Tabelle von Hosts. Ich habe zu jedem Host hier einen Status drin, ich habe den Namen drin, ich habe die Icons drin. Und jetzt kann ich von beliebig vielen Services auch Daten reinhängen. Das funktioniert natürlich nur dann gut, wenn die Hosts auch diesen Service haben. Das heißt, solche Ansichten sind nie interessant für global, sondern für Teilbereiche. Ihr habt zum Beispiel einen Pool von 30 Oracle-Servern und jetzt hättet ihr gerne eine Ansicht, wo ihr von jedem seht, das Filesystem, CPU-Auslastung, den Zustand vom ASM und so weiter. Und so eine Ansicht kann man eben machen und das erleichtert ungemein den Überblick zu bekommen über so eine Hostgruppe oder sowas. Weil sonst muss mir jeder Host eigentlich einzeln durchklicken. Oder ich habe eine riesige Service-Ansicht. Ich kann natürlich einen Filter setzen auf Services, aber dann hätte ich ja alles in einzelnen Zeilen untereinander. Und so habe ich eben eine schöne Tabelle. Das kann man sich relativ einfach selber zusammenklicken. Man muss nur hergehen auf den View-Editor. Und jetzt gibt es eben hier, wenn ich eine Spalte hinzufüge, die Möglichkeit zu sagen, Service-Doppelpunkt. Ich möchte von einem Service eine bestimmte Spalte anzeigen. Zum Beispiel möchte ich, das habe jetzt ich gemacht mit diesen Performometern. Ich habe gesagt, ich möchte, dass dieses Performance-Anzeigeding haben von dem Service CPU Utilization. Und jetzt kann ich noch den Titel sagen von der Spalte. Und wenn ich mich jetzt hier nicht vertippt habe, schreibe das mit Z oder mit S. Speichere das Ganze. Dann kriege ich eben hier eine zusätzliche Spalte. Jetzt habe ich vertippt. Deswegen ist die Spalte jetzt leer. Das heißt, den Service gibt es jetzt hier nicht für die Hosts. Aber das versteht sich aufgrund der Sache, dass ich halt hier gleichartige Mengen von Hosts irgendwie übersichtlich darstellen kann. Genau, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Was hatte ich jetzt noch auf den Punkten? Genau, also es gibt ja im Changelog gibt es ein riesiges Logfile, das ist oft also nicht so einfach, den Überblick zu behalten, aber es gibt es jetzt eigentlich, das sind echt interessante Neuerungen, es sind einfach auch wirklich viele, viele Kleinigkeiten, die sich getan haben. Die großen Sachen zeige ich dann nochmal separat. Da am wichtigsten die Dashboards und das BI. Dashboards ist eine ganz simple Sache. Ich habe eine Seite und auf der Seite kann ich Kästen platzieren und in den Kästen kann ich beliebige Inhalte platzieren. Interessant natürlich Views, also ich habe zum Beispiel hier die Möglichkeit, auf einer Seite Service-Probleme und Host-Probleme zu sehen und zum Beispiel hier noch die Events der letzten 4 Stunden. Das Ganze ist frei definierbar, es gibt zwar noch keinen grafischen Editor, wo ich irgendwas rumschieben kann, dafür hat das Ganze den Charme, dass es ein dynamisches Layout hat. Also wer jetzt zum Beispiel sagt, ich habe einen größeren Bildschirm, der wird sehen, dass ich diese Kästen nach bestimmten Regeln, die ich festlegen kann, diesen Platz auch nutzen. Der eine hat einen 30-Zoll Bildschirm, der andere arbeitet mit dem Laptop. Und wie machst du jetzt ein Dashboard mit festen Koordinaten, wie es zum Beispiel Nagios XI macht oder sowas? Halte ich dann für wenig nützlich. Und diese Dashboards sind eben dynamisch, das heißt, ich kann dem Kasten sagen, nimm die Hälfte vom Platz ein und nach unten wanderst du so viel wie du hast. Und diese Kästen oben haben eine feste Größe, deswegen werden die auch nicht skaliert. Klar, wenn natürlich die Kästen nicht mehr draufpassen, weil der Bildschirm zu klein ist, macht es keinen Sinn mehr. Aber in der Praxis ist es auf jeden Fall sehr nützlich.
Man kann sich beliebig viele Dashboards anlegen, das geht über eine Textdatei, eine sehr einfache. Da kann ich Views reinhängen, ich kann auch in iFrames komplette Daten von anderen Programmen reinhängen. Diese Tortendiagramme, ich persönlich halte sie für nicht so wahnsinnig nützlich, weil normalerweise schauen die dann so aus. Wenn ich 2000 Hosts habe und 3 sind down, dann ist halt da so ein kleiner roter Strich. Aber sie sind immer wieder beliebt. Trotz allem. Und in Testdaten schaut es auch immer sehr übersichtlich aus, weil da hat man natürlich was zu zeigen. Allerdings gibt es später noch eine Ansicht, will ich euch zeigen, wo man diese Dashboards auch anwenden kann, zum Beispiel auf nur einen Teilbereich von den Hosts, und dann wird es wieder interessanter. Ja, das, was vielleicht am komplexesten dazugekommen ist von der 1.12, ist das BI, das Business Intelligence. Die Idee ist eigentlich die gleiche wie bei Nagios BP, das heißt, ich habe jetzt, mein Monitoring läuft stabil, ich habe jetzt Tausende oder Zehntausende von Services und möchte jetzt eigentlich am Schluss rausdestillieren, ich habe 3 bestimmte Anwendungen, die sind für mich wichtig, die basieren auf etlichen von diesen Hosts und Services und möchte den Gesamtstatus kriegen, der dann aber auch zum Beispiel Redundanzen berücksichtigt, dass wenn ich sage, ich habe ein Cluster, wenn einer von beiden läuft, reicht es auch, damit das Gesamtding grün wird. So, und ich habe natürlich auch das Nagios BP angeschaut, das hat sozusagen die gedankliche Vorarbeit geleistet. Dafür natürlich auch nochmal Dank an den Bernd. Was mir am BP nicht so gut gefallen hat, ist die Art, wie es konfiguriert wird. Das Problem ist hier, dass man alle Hosts und Services explizit auflisten muss. Jetzt habe ich zum Beispiel einen Kunden, der hat wahrscheinlich 50 bis 100 SAP-Instanzen. Ja, Oracle-Instanzen. Ja. Jetzt hätte er gerne so einen Gesamtstatus von so einer Oracle-Instanz. Die ist auf dem Cluster, die hat Cluster-Ressourcen, die hat alles Mögliche. Die eine hat 18 Tablespaces, die andere hat 34, die heißen auch irgendwie anders. Also das in dem BP zu konfigurieren, geht vielleicht irgendwie, aber eigentlich macht es nicht wirklich Spaß. Zumal sich das ja auch ändern kann mit der Zeit. Es kommt ein Tablespace dazu, dann muss ich den ja händisch in der Konfiguration nachpflegen. Und um das in den Griff zu kriegen, habe ich hier eine regelbasierte Konfiguration mir überlegt, die anhand der tatsächlich vorhandenen Services und Hosts die Aggregate automatisch aufbaut. Also man kann natürlich auch explizit sagen, ich hätte gern Host A und auf dem Host A den Service X. Ich kann aber auch sagen, alle Services auf dem Host, die mit Tablespace anfangen, hänge rein. Oder wenn du einen Host findest, auf dem der Service Oracle Instanz vorkommt, dann erzeuge eine Aggregation mit einem bestimmten Namen. Das heißt, mit den entsprechenden Regeln findet das System selber auch die Aggregate, die gleichartigen. Das heißt, wenn dein Kollege eine neue Datenbankinstanz anlegt, wird die auch automatisch in BI erscheinen. Auch ganz nett beim BI, es ist kein Neustart notwendig, wenn ich irgendwas ändere. Das heißt, das BI ist von der Idee her eine reine Anzeigefunktion. Ich kann Aggregate über mehrere Nagios-Instanzen bilden. Das heißt, wenn ich mehrere Server habe, über die sich meine Anwendung verteilt, kann ich so ein BI-Aggregat machen, das praktisch stufenlos über das ganze Ding geht. Das BI ist selber auch ein Teil von der Multisite-GUI, also das tickt nicht im Kernel unten, sondern das ist eigentlich mehr oder weniger eine Visualisierungskomponente und deswegen ermöglicht die diese Art zu arbeiten. Ganz interessant sind auch, auf die Art kann ich auch benutzerspezifische Ansichten machen, dass ein Benutzer eben ein Aggregat anders sieht als jemand anders. Zum Beispiel kann ich sagen, der Admin möchte das Aggregat so sehen, dass wenn irgendein Problem auftritt in diesen Services, dass es oben auch rot wird. Und der Chef, der möchte vielleicht nur wissen, ob, wenn ein System, was nicht redundant ist, kaputt ist, dass es oben rot wird. Also der möchte sehen, ist die Anwendung an sich funktionabel? Der Admin möchte vielleicht sehen, gibt es irgendein Problem da drin, was ich reparieren muss? Das heißt, für den einen ist rot, für den anderen ist es grün. Das ist eine reine Ansichtsfrage. Und sowas kann man natürlich in der GUI leichter lösen, als wenn ich eine Maschinerie habe, die das sozusagen von sich aus entscheidet, wie der Status ist. Da gibt es eine ganz einfache Lösung, das ist ungefähr in 20 Zeilen Code erledigt. Und zwar macht man Folgendes, man macht aus dem Gesamtaggregat dann wieder einen Nagios-Service. Also die Multisite-GUI bietet einen Webservice, da kannst du praktisch die ganze Aggregatsliste abziehen als JSON oder Python
Und dann kannst du wieder sagen, da machst du jetzt einfach einen Nagios-Check draus. Und dann kannst du auch den Gesamtstatus von dem Ding notifizieren. Es ist halt natürlich hast du dann den Fall, dass wenn das Ding rot ist und es geht eine weitere Sache kaputt da drin, gibt es keine weitere Notifikation. Weil röter wird es ja nicht mehr als rot. Es ist also kein Ersatz für die Notifikation, dass zum Beispiel eine RAID-Platte da drunten ausgefallen ist. Weil das Ding bleibt ja grün oben. Oder selbst, vielleicht ist es hier aus einem anderen Grund schon rot und jetzt geht noch was weiteres kaputt da unten. Dann würdest du dann keine Notifikation mehr kriegen, wenn du nur auf dieses oberste Ding notifizierst. Letztlich kommt am Schluss ja ein Gesamtstatus raus. Schauen wir uns das mal an, ein Beispiel. Ich habe hier mal auf die Schnelle ein Beispiel gebaut. Das ist jetzt also kein wirklich praxisnahes Beispiel, weil ich hier einfach nur den Localhost habe. Also letztlich ist so ein Aggregat ein Baum. Ich kann jetzt in der GUI mit dem Baum aufklappen. Jeder Knoten hat einen Zustand. Ja? Das Gesamtaggregat ist kritisch. Über das könntest du jetzt zum Beispiel notifizieren. Und ich kann sagen, warum ist das kritisch? Okay, es basiert auf zwei Instanzen, sie sind jetzt beide rot. Warum sind die rot? Okay, hier Disk- und File-Systems habe ich ein Problem, Multiparsing ist kaputt. So kannst du dich hier durchhangeln. Du kannst auch eine andere Darstellungsart wählen, indem du zum Beispiel sagst, du möchtest hier eine Top-Down-Darstellung. Das ist, je kleiner der Bildschirm, desto ungünstiger wird die Darstellung, aber vielleicht kann man ja ahnen, mit einem vernünftigen Bildschirm hat man so das auf einen Blick. Je nachdem, wie komplex das Aggregat ist, wie viel Ebene das hat, kann das funktionieren, so eine Darstellung. Und jetzt mache ich mal wieder so, dass ich was lesen kann. Du kannst auch zum Beispiel eine Darstellung wählen, dass du sagst, du möchtest nur die Probleme sehen, dann wird der Baum eingedampft auf das vielleicht Interessante an der Stelle. So, was ist jetzt hier noch bemerkenswert? Eine sehr hübsche Sache ist natürlich diese Business Impact Analyse auf schlau. Das heißt, die Frage, was wäre wenn? Was wäre denn, wenn der jetzt nicht rot wäre? Dann kann ich einfach hier auf das kleine Icon klicken. Tun wir mal so, als wäre das Ding grün. Und jetzt sehe ich, wie sich sozusagen der Baum ändert. Ich kriege das hier schraffiert. Ich weiß nicht, ob man das bei euch sieht auf die Entfernung. Das schraffiert bedeutet, dieser Knoten ist grün, wäre aber anders, wenn ich nicht Annahmen getroffen hätte. Ich kann also auch hier oben sehen, das Ding ist sowieso rot. Das ist jetzt unabhängig von meiner Annahme hier unten rot. Auch ganz schön ist, dass diese Annahmen sind pro Benutzer. Das heißt, wenn du jetzt eingeloggt bist als du, kannst du da rumklicken, wie du Lust hast. Das wird die anderen in keinster Weise beeinflussen. Die Aggregation an sich, die ist skriptbar. Das heißt, wenn du so einen Knoten hast, praktisch aus diesen fünf Dingern berechne ich diesen hier. Und du kannst zum Beispiel sagen, entweder nimmst den besten, den schlechtesten, den drittbesten. Du kannst aber auch eine komplett eigene Python-Funktion schreiben, die das aufgrund von irgendwelchen komplett anderen Sachen berechnet. Ich habe zum Beispiel folgenden Fall abgebildet. Du hast einen Datenbank-Cluster mit zwei Knoten. Auf diesem Cluster läuft eine Datenbankinstanz auf einem der beiden Knoten. Jetzt willst du sagen, die Datenbank ist dann in Ordnung, wenn Datenbankprozess läuft und so weiter und wenn die Host-Ressourcen von dem Rechner in Ordnung sind. Zum Beispiel, wenn die CPU-Load unter 10 ist. Aber von welchen der beiden Nodes? Eigentlich von dem, wo die Datenbank gerade drauf läuft. Das heißt, es ist eine Sache, die du zur Laufzeit entscheiden musst. Weil das Zweite wird vielleicht, da werden vielleicht irgendwelche Tests gemacht, irgendwas eingespielt. Mein Gott, dann ist die Last halt hoch. Das interessiert dich zu dem Zeitpunkt erstmal nicht. Das heißt, du kannst jetzt eine BI-Regel konstruieren, gibt es auch im Internet eine Anleitung dazu, die ausgehend von der Ausgabe eines Services, da steht zum Beispiel im Service, dass die Datenbank läuft gerade auf Knoten A, dass du sagst, okay, der Knoten B wird zwar hier auch angezeigt, aber der Status von dem schlägt nicht nach oben durch. Das ist jetzt ein Beispiel für die Flexibilität. Vielleicht ein kleinen Blick in die Konfiguration. Jetzt machen wir mal hier Syntax-Highlighting off, ein bisschen beamerfreundlich. Das schaut jetzt erstmal ein bisschen ungewöhnlich aus, das ist halt wieder die typische Python-Syntax. Aber die Idee ist letztlich die, ich habe hier so eine Aggregationsregel, die beschreibt einen Knoten und die kann Variablen bekommen, zum Beispiel einen Hostnamen und sagt, der Knoten besteht aus den Unterknoten
der Service Proc-Zeitdienst auf dem Host, den ich übergeben habe, und da hänge ich noch einen zweiten Knoten drin, der jetzt wieder weiter oben steht. Also für jede Knoten in den Baum kann ich so eine Regel bauen. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, für alle Hosts erzeuge mir so eine Regel, oder für alle Hosts, auf dem du bestimmten Service findest, erzeuge ein BI-Aggregat. Also das ist jetzt in 5 Minuten natürlich sind zu kurz, um das jetzt hier genau zu erklären alles. Aber das Schöne ist bei diesen Regeln, dass die letztlich immer darauf basieren, was sie tatsächlich finden, und wenn was fehlt, wird es auch weggelassen. Es gibt also keinen Fehler. Das heißt, diese ganzen Unterschiede, wie viele Tablespaces habe ich, wie viele Dateisysteme und so weiter, das wird hier automatisch ausgeglichen. Also sagen wir mal, das ist ja etwas anspruchsvoller, wobei, wenn ich jetzt eine Konfiguration mache im BP-Stil, wo alles explizit vorhanden ist, dann wird die Konfiguration auch sehr ähnlich aussehen hier. Genau, das ist also das BI-Modul. Und ja, wenn ich da was ändere, wie gesagt, ist kein Neustart erforderlich, das funktioniert sofort, weil es in der GUI eben funktioniert. Auch neu im Check-MCAS ist das Vato. Da gibt es also bei jeder Major Release gibt es immer große Neuerungen. Jetzt in der 1.1.12 ist dazugekommen die nicht bauartige, sondern baumartige Verwaltung von Hosts. Also es zielt darauf ab, dass ich eben größere Installationen damit bearbeiten kann. Also wir haben als Zielkorridor, dass man 50.000 Hosts effizient verwalten kann. Das heißt, man hat allerdings auch Vorteile, wenn es nur ein paar hundert sind. Das heißt, ich kann die Hosts in Ordner reinstecken und kann dann Attribute an die Ordner hängen. Das werde ich später dann noch zeigen. Und es gibt auch so Bulk-Operationen, wo ich sagen kann, jetzt für alle Hosts Check-MCAS Inventur ausführen in einem bestimmten Ordner. Also diese Konfigurationsoberfläche ist jetzt nicht zu vergleichen mit anderen Nagios-Konfigurationsoberflächen. Das Vato versucht nicht, das Konfigurationsschema von Nagios irgendwie abzubilden, grafisch, sondern ich gehe einen umgekehrten Weg. Ich sage, Check-MCAS hat sein eigenes Schema, wie konfiguriert wird, es ist regelbasiert und so weiter, und das wird aufs Nagios abgebildet. Das heißt, wir haben hier etliche ganz andere Konzepte, die man in den klassischen Nagios-Konfigurationsoberflächen, L-Conf, N-Conf, Nagios-GL und so weiter, nicht findet, weil die alle sehr stark an dem Nagios-Schema orientiert sind. Und im Check-MCAS hat man halt ein paar Möglichkeiten mehr. Der einzige Preis dafür, den man zahlt, ist, dass man eine bestehende Nagios-Config hier nicht einlesen kann. Sondern es ist eine eigene in sich geschlossene Konfigurationswelt, aus der heraus dann das Nagios-Code generiert wird. Das zeige ich dann später in dem aktuellen Entwicklungsversion. Genau, was gibt es jetzt in der nächsten Version? Die 1.1.13i1 ist in der Vorbereitung, die wird noch dieses Jahr rauskommen. Wichtigste Neuerungen sind hier eben, das Vato ist komplett ausgearbeitet zu einer kompletten Konfigurations-GUI mit Benutzerverwaltung, Hostgruppenverwaltung, Time Periods, Check-Parameter, was man halt so braucht. Also die Zielstellung ist ein rein per Web administrierbares Monitoring-System. Heißt aber nicht, dass dem Kommandozeilen-Freund irgendwas weggenommen wurde. Also das Vato arbeitet hervorragend mit einer handgeschriebenen Check-MCAS-Konfiguration zusammen. Es befruchtet sich gegenseitig, es ist auch genau geregelt, was wo liegt, und man kann also eigentlich ohne Einschränkung weiterhin Check-MCAS auch auf der Kommandozeile ausreizen und trotzdem das Vato einsetzen. Eine kleine Neuerung gibt es, das heißt Live-Check, das ist zum performanten Ausführen von Checks, das werde ich dann live demonstrieren. Windows-Agent hat sich wieder einiges getan, und viele Detailverbesserungen, die es jetzt hier einfach die Zeit zu kurz wäre, die alle aufzulisten. Interessantesten ist wirklich dieses Vato, und das möchte ich jetzt ein bisschen live zeigen, wie das funktioniert. Ich fange einfach mal damit an. Ich mache mir eine Rootshell auf. Wer von euch setzt denn eigentlich OMD ein? Wer hat Nagios von Hand installiert, ohne OMD? Also doch noch, würde ich fast sagen, die Mehrheit. Im offiziellen OMD sind immer die Stable Releases von Check-MCAS drin. Für diejenigen, die auch Git-Snapshots von Check-MCAS ausprobieren wollen und Innovation-Versions, haben wir selber einen eigenen Service, wo wir OMD-Builds erzeugen, speziell mit Check-MCAS-Versionen. Der ist kostenpflichtig, das fängt bei 600 Euro im Jahr an. Das ist so eine Subskription, wo wir eben das supporten, dass wir sagen, wir unterstützen
mittlerweile, glaube ich, 18 verschiedene Linux-Versionen, also 9 Distributionen mit 32-Bit und 64-Bit. Und du kriegst tägliche Git-Snapshots von den Stable-Trunks, von den Git-Snapshots als fertige OMD-Builds. Und die sind auch kompatibel mit den OMD-Paketen von omdistro.org. Also wir haben halt eine kleine Gebühr einfach dafür unsere Arbeit, dass wir die ganzen Builds pflegen und die wir und teilweise Fehler rückportieren. Und die Versionen sind auch ein bisschen auf CheckMK schon voreingestellt. So, ich habe jetzt hier ein OMD schon drauf. Ich erzeuge jetzt eine neue Instanz, wer OMD noch nicht kennt. Was bisher geschah, Linux-Rechner installieren, das RPM-Paket für die Distribution oder Debian-Paket, die man halt verwendet, draufspielen mit Abhängigkeiten. Und dann bist du jetzt hier, wo ich jetzt bin und kannst sagen, ich erzeuge eine neue Instanz. Eine Instanz hat hier immer einen Namen, weil ich kann auf einem System beliebig viele OMD-Instanzen parallel laufen lassen. Du bekommst praktisch jetzt eine komplette Nagios-Umgebung mit allem, was ich auf diesem Schaubild vorne gezeigt habe und noch vieles mehr. Da ist dann noch Nagios drin, Truck ist drin und Schinken ist mittlerweile auch dabei. Die Instanz hat einen Benutzer, der heißt so wie die Instanz. Hier habe ich meine Nagios-Umgebung. Ich habe jetzt eine sehr klare Trennung zwischen Daten, die der Instanz gehören, zum Beispiel Einstellungen, und Daten, die zum OMD gehören, nämlich die Software. Deswegen gibt es hier, sieht man in den symbolischen Links, eine Trennung. So, jetzt starte ich die Instanz. Und jetzt läuft mein Monitoring inklusive PNP von Nagios, Round-Robin-Cache, Temp-File-System, Nagios, alles, was das Herz begehrt. Jetzt gehe ich hier auf Localhost. Das Besondere, ich habe jetzt hier eine URL-Komponente, wo noch der Name der Site drin steckt. Default-Passwort ist omd-admin-omd. Und ich habe jetzt ein leeres Monitoring-System. Man sieht hier übrigens auch, kleiner Nagios-Patch war erforderlich, dass man ein System mit null Hosts und null Services machen kann. Das ist eine Banalität, aber warum nicht, ja? Also das Nagios läuft und führt null Checks aus. Gut. Null Fehler, ja, es ist eigentlich ein schönes System. So, genau. Ich schnappe jetzt mal das neue Vato-Snap-In. Da ist gerade irgendwie ist da noch ein Bug reingekommen. Genau, ich habe also jetzt hier ein Snap-In, wo ich direkt aufs Vato zugreifen kann. Oder wenn ich aufs Hauptmenü klicke, sehe ich die Vato-Module. Das Wichtigste ist dieses hier, wo ich Host und Folder verwalte. Also ich sage am einfachsten mal, ich lege einen neuen Host an. Ich gehe jetzt davon aus, dass auf diesem Host bereits ein CheckMK-Agent installiert ist oder dass es ein SNMP-Gerät ist, dann brauche ich ja keinen Agenten. So, jetzt sage ich zum Beispiel hier, mache mal den Localhost. IP-Adresse lasse ich leer, dann wird sie nach ermittelt. Jetzt gehe ich hier auf Speichern und zu den Services. Was jetzt läuft, ist die CheckMK-Inventur. Das kennen ja die meisten von der Kommandozeile. Das Schöne ist hier bei dem Vato, ich sehe, was ich kriege. Die Inventur ist aber noch nicht fertig ausgeführt. Also die sind noch nicht im CheckMK drin. Ich kriege das angezeigt und witzigerweise kriege ich sogar schon angezeigt, was für einen Status diese Checks haben. Also er ruft den Agenten ab und simuliert im Prinzip das, was Nagios dann beim Ausführen macht. Und wenn mir das alles so passt, sage ich, ich speichere das Ganze. Jetzt habe ich hier zwei Änderungen. Und jetzt wird die CheckMK-Config erzeugt, Nagios wird durchgestartet. Und der Rechner ist im Monitoring drin. Also ich habe auf dem Laptop wirklich nichts vorbereitet. Das ist wirklich nur das OMD-Paket installiert, was ich vom Download kriege. Und den Rest habe ich euch gezeigt. Klar, du kannst also die roten gleich ausklammern, dass immer alles schön grün wird bei dir. Das ist kein Problem. Du kannst ja natürlich auch in der Ansicht einen Filter bauen. Du kannst hier auf den Filter gehen und sagen, Service Date, keine Ahnung, du zeigst nur noch OK an. Kann man natürlich auch machen. Okay, jetzt haben wir also gesehen. Ja? Ja, okay, Host Tags. Danke, dass du. Das anspricht, das ist nämlich gleich mein nächstes Thema. Wer mit CheckMK arbeitet, arbeitet auch mit den Host-Tags. Du hast gesagt, du hast zum Beispiel einen Host-Tag für das Betriebssystem. Du kannst diese Tag-Gruppen hier jetzt auch grafisch verwalten. Du kannst sagen, ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel. Ich mache eine Tag-Gruppe, die heißt Prio.
Priorität. Und sagen wir mal, bei uns gibt es jetzt hier Prio 1, das ist hoch, Prio 2 ist mittel, Prio 3 ist niedrig. Das linke sind praktisch, wie die Tags heißen, und das rechte ist dann der Text in der GUI, wie ich das benenne. Damit bereitest du es überhaupt einmal das Warte vor. Wenn ich jetzt auf den Host gehe, auf die Eigenschaften, dann wirst du hier sehen, hier unten gibt es die Host-Tags, ich klappe das mal zu, das ist mittlerweile klappbar, und siehst, das Tag taucht hier auf. Und das Spannende ist jetzt, dass sozusagen es hier ein Vererbungsprinzip gibt. Ich kann das Tag jetzt explizit bei dem Host setzen, dann kreuze ich das hier an und sage, der Host hat eine hohe Prio oder eine mittlere. Ich kann aber auch sagen, leg es nicht bei dem Host fest, sondern erbe das einfach in dem Fall vom Default. Diese Vererbung, und das ist das Spannende an der Sache, die geht auch an den Ordnern. Ich mache jetzt mal Folgendes, ich mache jetzt mal hier einen neuen Ordner, da sage ich jetzt Testgeräte. Jetzt schiebe ich den Host in den Ordner Testgeräte, jetzt ist der hier oben drin. Hier sehe ich den Ordnerpfad Main Directory Testgeräte und jetzt sage ich, die Eigenschaft vom Ordner Testgeräte, da definiere ich jetzt, alle Testgeräte haben die Prio niedrig. Jetzt habe ich praktisch den Default für diesen Ordner geändert. Wenn ich jetzt auf den Host draufgehe, sehe ich, der hat jetzt niedrig, geerbt von Testgeräte. Das heißt, ich kann mich entscheiden, dass ich Attribute nicht explizit festlege, sondern durch den Kontext hier, entweder vom Default, vom Hauptordner, vom Unterordner, damit ich meine Konfiguration von allen möglichen Redundanzen befreie. Ja? Du siehst, die Bäume der Rechner siehst du hier in dem Host-Snap-In. Da kannst du dich durchklicken und kannst zum Beispiel sagen, du willst eine Ansicht haben und willst aber nur noch jetzt runtergebrochen auf eine bestimmte Teilansicht. Du siehst jetzt nichts, weil wir es nachher nicht durchgestartet haben. Nee, da siehst du die Statusdaten. Also wenn du wissen willst, woher kommt ein Wert, dann siehst du es immer hier an den Einstellungen. Du siehst also, das kommt jetzt hier momentan vom Default-Wert. Also wir haben Create New Host gemacht, wenn ich jetzt hier auf den Localhost gehe, dann sehe ich, er hat es geerbt von Testgeräte. Also du kannst immer genau nachvollziehen, woher kommt denn so ein Wert. Ich muss jetzt hier ein bisschen durchspringen durch die ganzen Themen, weil ich will einfach nur einen Überblick geben über das Ganze, deswegen breche ich das mal ab an der Stelle. Es gibt hier natürlich globale Einstellungen, dass ich zum Beispiel sagen kann, Inventurchecks kann ich hier einschalten, oder machen wir ein Beispiel, keine Ahnung, das Software-Limit, ja. Also Check im Caso eingestellt, wenn du mehr als 1000 Treffer kriegst, kommt zur Warnung, du hast mehr als 1000 Treffer. Das kann ich zum Beispiel sagen, das ist bei mir nur 500, speichern. Das ist einfach ein Wert in der Main-MK, oder genau gesagt hier in der Multisite-MK. Dann gibt es eine Benutzerverwaltung, wo ich eben sagen kann, ich lege einen neuen Benutzer an, der hat ein Passwort, der hat bestimmte Rollen, der hat Kontaktgruppen. Ich kann Kontaktgruppen anlegen, meine Linux-Admins. Und jetzt kann ich wieder zu den Benutzern gehen und zum Beispiel sagen, der OMD-Benutzer, der kommt jetzt in die Kontaktgruppe der Linux rein und in dem Moment wird er auch Notifikationen dann bekommen von den Systemen, die auch in der Kontaktgruppe sind. Es gibt eine Rollenverwaltung, wo ich sagen kann, eine Rolle besteht aus allen möglichen Berechtigungen. Also zum Beispiel jetzt hier, was das Warte betrifft, ich kann sagen, darf ich überhaupt Änderungen machen. Ich kann auch Berechtigungen auf einzelnen Foldern vergeben. Das kann in dem Ordner, dürfen nur Leute der Gruppe SAP irgendwie Hosts anlegen und verwalten. Das ist also konsequent durchgezogen. Dann gibt es so Sachen wie zum Beispiel Time Periods kann ich hier definieren. Jetzt nichts Aufregendes, aber es ist einfach so, dass es dadurch vollständig wird. Am spannendsten ist sicherlich das mit den Regeln. Wer Check-MK einsetzt, kennt ja diese Regelsätze, wo ich immer schreibe, all Hosts, alle Hosts mit bestimmten Tags, für die gilt dies und das. Und das ist eigentlich das Kernstück von dem neuen Warto, dass ich jetzt sagen kann, ich gehe jetzt nochmal auf meinen Host als Beispiel, auf die Services und jetzt sehe ich hier, zum Beispiel, der ist jetzt hier Warning, weil die Schwellen sind bei 80-90%.
So, wie kann ich jetzt Dateisystemschwellen konfigurieren? Ich gehe auf den Punkt Rulesets, Regelsätze. Jetzt gehe ich zum Beispiel hin zur Parameter für inventorisierte Checks. Jetzt gehe ich auf Filesysteme. Und jetzt kann ich sagen, ich lege jetzt mal eine Regel an. Und sage jetzt zum Beispiel, die Bedingungen sind, der Host liegt unterhalb von Main Directory, also gilt es für alle Hosts in dem Fall. Oder ich könnte sagen, nur für die Testgeräte. Dann kann ich sagen, die Priorität ist hoch. Hier könnte ich noch explizit Hostnamen einschließen oder ausschließen. Und hier kann ich noch sagen, zum Beispiel Mount Point. Der Mount Point ist jetzt zum Beispiel hier Slash. Oder Slash Home haben wir, glaube ich, hier gehabt. Das heißt, diese Regel gilt für alle Testgeräte mit einer hohen Priorität. Das tue ich jetzt mal wieder weg, weil sonst das Beispiel nicht funktioniert. So, das ist praktisch die Bedingungsteil der Regel. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, greift die Regel auf den Host oder genauer gesagt auf den Service. Und jetzt kann ich eben die Schwellwerte konfigurieren und sagen, die Warnung ist zum Beispiel hier erst bei 90 und kritisch bei 95%. Das heißt, was diese Config-Oberfläche den anderen eigentlich voraus hat, ist, dass ich auch wirklich in die Konfiguration der Checks reinkomme und nicht da ende, wo dann eine große Zeile ist, wo ich reinschreiben muss, Check unterstrich Disk, Ausrufezeichen und 17 Parameter. Und ein Define Command noch irgendwo selber stricken muss. Ja? Selbstverständlich. Die Regel kann vom Speziellen zum Allgemeinen gehen. Ich kann dir auch gleich nochmal zeigen, wie es geht. Ich speichere jetzt mal hier. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Regel. Und jetzt gehen wir mal zu einem bestimmten Host. Zu unserem Localhost. Zu den Services. Und du findest hier ein Icon direkt zu einer Regel. Und jetzt kann ich zum Beispiel da draufklicken und sagen, ich will jetzt eine Ausnahmeregel für Localhost und im MountPointCD-Archiv. Und da wird mir eine Regel angelegt, die dann auch automatisch passt. Ich sehe an dem Ding, die Regel matcht, hat aber keine Parameter definiert. Das heißt, ich habe hier einen Kontext, wo ich sehe, was gilt eigentlich, kann jetzt wieder hergehen und sage, okay, dafür habe ich jetzt die Schwellwerte, ja, 0 von mir aus. Natürlich sollten die Ausnahmen nicht die Regel werden. Ja. Das Ziel ist natürlich, dass dein Regelsatz möglichst einfach ist. Die Ausnahmen kommen einfach nach oben. Also die erste Regel, die matcht, gewinnt. So ist es eigentlich geregelt. Und du siehst halt hier durch diese Kugeln sozusagen, diese Regel matcht nicht, weil der MountPoint/CD-Archiv in dieser Regel nicht zutrifft. Das heißt, du hast auch ein bisschen Nachvollziehbarkeit. Was man eben auf der Kommandoseite eigentlich nicht hat. Ja. Dein Wert wird irgendwie nicht gezogen, jetzt weißt du eigentlich nicht, was ist eigentlich hier los. Das ist also dieser Regeleditor. Ganz kurz noch angerissen, es gibt auch ein verteiltes Vato, das heißt, ich kann hier Verbindungen zu anderen Nagel-Servern definieren und meine Konfiguration verteilen lassen auf mehrere Systeme, die dann gemeinsam monitoren. Und bei jedem Host eben sagen, der wird gemonitort auf einem bestimmten Monitoring-System. Viel mehr möchte ich jetzt auch nicht sagen, weil die Zeit schreitet voran und ich möchte auch ein bisschen Zeit haben. Ja? Gibt es auch, ja. Ist momentan noch nicht umgesetzt, aber wird hier auch definierbar sein, die sogenannten Legacy-Checks über die grafische Oberfläche. Dass du sagst, du hättest auf dem Host gerne noch einen HTTP-Check mit folgenden Parametern. Also es wird dann ähnlich laufen. Bitte mit. Das muss man momentan von Hand skripten. Also die Speicherung ist textbasiert, das sind relativ einfache Textdateien und die kann man sich durch Skripte erzeugen lassen, aber es gibt hier noch nichts Vorgefertigtes. Ich bin dann nachher noch für Fragen da. Ja. Ich wollte halt gerne noch eine andere nette neue Sache zeigen, nämlich das Live-Check. Bevor ich das zeige, habe ich hier was vorbereitet. Eine Nagios-Instanz, die tue ich jetzt mal anschmeißen, weil es dauert ein bisschen, bis die startet. Die hat nämlich 70.000 Hosts und 70.000 Services auf diesem Laptop. Deswegen dauert es ein bisschen, bis die hochfährt. Mir geht es hier um die Ausführung von aktiven Checks.
CheckMK ist ja aufgrund seiner passiven Checks eigentlich an sich schon sehr performant. Nur wenn du halt noch größere Installationen baust, wenn du Ping-Hosts hast, 1000 Switche noch drin, die du nur anpingst und so weiter, hast du doch immer mehr aktive Checks auch. Nagios ist beim Ausführen von aktiven Checks ausgesprochen langsam, und zwar wird immer langsamer, je größer der Nagios-Prozess wird. Wenn du jetzt 50.000 Services hast, ist dein Prozess ungefähr 700 Megabyte groß. Und bei jedem Fork muss zumindest die ganze Page-Tabelle gewuchtet werden. Und das führt dann dazu, dass du irgendwann dein Server läuft mit 20% CPU-Auslastung, davon sind 10% System und das ist immer nur der Fork. Und das System macht nichts mehr anderes. Und der Nagios-Prozess kann in der Zeit auch nicht weiterarbeiten. So, was habe ich gemacht? Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen vom Sven Hierlein, vom Mod Gearman. Habe es aber noch ein bisschen extremer und einfacher gebaut und es geht auch nur lokal. Das heißt, was ich mache, beim Starten vom Nagios-Prozess werden Hilfsprozesse, also so Worker-Prozesse, automatisch weggeforkt vom Nagios, einstellbar. Die haben eine Speichergröße von ungefähr 100 Kilobyte, also sind absolut minimal Prozesse und diese führen dann die aktiven Checks aus. Die kriegen die Daten von Nagios mit dem Unix-Socket. Das Schöne ist, man braucht keinen separaten Daemon, der Nagios verwaltet die selber. Das heißt, wenn ich Nagios starte, startet er Hilfsprozesse, wenn ich ihn beende, räumt er die wieder auf. Das Ganze ist im aktuellen Live-Status direkt integriert und wird eingeschaltet durch eine Option einfach. Ich sage dem Live-Status, wo dieses Live-Check-Programm liegt und wie viel er davon starten soll. Und der Rest geht eigentlich automatisch. Also es gibt keine weitere Konfiguration. Und jetzt schaue ich mal, ob die Instanz hier schon hochgefahren ist. Die Ergebnisse sind relativ frappierend. Der ist noch innerlich am Starten. Deswegen vielleicht noch ein Wort noch zu einem kleinen, was jetzt hier nicht drauf steht. Ich habe viele Installationen, wo als aktive Checks hauptsächlich Ping-Checks zum Einsatz kommen. Also zum Beispiel werden 1000 Switche angepingt. Ja? Das heißt, ich habe mir gedacht, das müsste man noch verbessern können und habe jetzt den Andreas Eriksen gefragt, ob ich nicht den Code aus seinem Check-ICMP mal nehmen kann. Kennt ihr vielleicht diesen kleinen Check-Plugin Check-ICMP? Der macht einen Socket auf, schickt ein paar Pakete weg und wartet auf die Antworten. Und diesen Code habe ich jetzt in das Live-Check direkt eingebaut. Das heißt, der Live-Check erkennt, dass es ein Check-ICMP-Kommando ist und führt es dann sozusagen inline aus, ohne einen Prozess zu starten. Der schickt einfach selber die paar ICMP-Pakete weg und wartet auf die Antwort. Und dann stellt man irgendwann fest, schauen wir mal, ob der hier schon... Ja, der ist immer noch am Booten. Irgendwann stellt man fest, dass das Nagios bei großen Installationen, keine Ahnung, 70.000 Hosts habe ich probiert, dass er dann über 300 Checks die Sekunde nicht hinauskommt. Ja. Das baut immer weiter ab. Bin dann drauf gekommen, dass die meiste Zeit im Nagios-Kern verbraten wird in einer Funktion, die irgendwie den nächsten Check überlegt, wann der jetzt ausgeführt wird. Aber wenn man einen kleinen Patch macht, das rausnimmt, dann sprengt man da alle Grenzen. Also auf dem Laptop hier sollte er jetzt innerhalb der nächsten paar Minuten noch die Instanz starten. Habe ich es geschafft, 3000 Checks pro Sekunde auszuführen. Und das entspricht dann einer ICMP-Rate von ungefähr 45 Megabit. Also, und das bei 30% CPU-Auslastung. Also jetzt sieht man es hier ein bisschen. Das System fährt langsam hoch. Er ist noch nicht ganz eingesprungen, ja, er ist momentan bei 1300 Checks pro Sekunde. Das ist noch nicht so viel, aber der wird dann schon Gas geben. Also es ist möglich, sage ich mal. Warum mache ich dieses Spielchen? Ich möchte einfach mit einem System so viel monitoren, wie geht. Also ich möchte jetzt nicht, bloß weil der Kern zu langsam ist oder das Check ausführen, da irgendwie statt einem Server 10 hinstellen müssen. Ja? Komplett unabhängig. Also der ist halt im Live-Status-Modul eingebaut. Das heißt, bei Live-Start, wer diesen Live-Check ausprobieren will, muss ein aktuelles Live-Status aus dem Git nehmen, das kompilieren und dann diese zwei Optionen einschalten. Die Doku ist schon im Internet dazu. Also allerdings, ich habe hier im Nagios-Kernel noch einen kleinen Patch gemacht, der ist allerdings nicht sauber, deswegen kann ich den nicht so rausgeben, der diese Scheduling-Funktion beschleunigt. Sonst schaffe ich es maximal auf die 500 Checks pro Sekunde ungefähr. Das ist dann irgendwo Grenze vom Nagios. Je nachdem, wie viele Checks du hast, je mehr du hast, desto langsamer wird es wieder. Das kommt in der 1.1.13, ist es mit dabei. Also im Git ist schon drin. Das läuft. Also das war auch in einem halben Tag programmiert eigentlich.
Das ICP hat dann nochmal einen Tag gedauert, aber man sieht, die Ergebnisse sind wirklich frappierend. Und das ist wirklich jetzt hier lokal auf meinem Laptop. Also es ist nicht im Internet irgend so ein Bolide, sondern das ist hier mein 2-CPU-Rechner. Und wenn wir mal das Top anschauen, kriege ich das irgendwie, dass es nicht mehr weiß ist. Dann sehen wir, gut, er ist schon ein bisschen am Arbeiten. Aber man kann mit dem Ding noch arbeiten. Ja. Load von 1,8. Ist an sich jetzt kein Problem. Also da ist noch Raum für mehr drin, sage ich mal. Genau, das ist auch das Live-Check, mein Lieblingskind zurzeit, wobei das im Prinzip fertig ist, also da gibt es gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Es läuft halt auch nur lokal, also das ModGearman kann ja verteilt monitoren. Wir verwenden zum verteilt monitoren das Multisite. Ganz kurz noch, was gerade der Macher ist, ist ein Mobile Interface fürs Multisite, wo ich halt so eine iPhone oder halt Android-Oberfläche habe, dass ich halt von unterwegs schnell mir einen Überblick verschaffen kann. Muss ich jetzt in die Firma fahren oder nicht? Das wird einfach im Multisite integriert, das heißt, ich brauche dafür keine App. Ich gehe einfach auf die URL drauf und habe den Zugriff. Ich brauche eventuell dann Reverse Proxy, um in die Firma reinzukommen. Fahrplan ist jetzt, aktuell ist die 1.1.12p3. Draußen ist auch im offiziellen OMD drin. Bis Ende des Jahres ist die 13i1 kommt raus und ungefähr bis März schätze ich mal, dass dann die Stable-Version verfügbar ist, die dann diese Features alle von der 13 als stabile Version enthält. Ganz, ganz nett vielleicht noch so als Ausklang. Ich habe kürzlich einen kleinen Screenshot gemailt bekommen von einem Amerikaner. Den hat er auch dem Ethan geschickt und dem Andreas Eriksen. Und wer jetzt mal genau auf die Anzahl der Services schaut, da muss ich sagen, so 900 Probleme ist ganz schön wenig. Also rein prozentual umgerechnet hat das System wirklich gut im Griff. Also das sind schätzungsweise 50 bis 100 Nagios-Systeme unter einer Multisite-GUI zusammengefasst. Also das ist eine Art von Skalierung, die ist mit den anderen Methoden eigentlich gar nicht mehr möglich. Also du kannst mit NSCA oder mit der zentralen Datenbank oder wie auch immer, kannst du nicht ein Nagios-System mit 1,3 Millionen Checks irgendwie bauen. Und das Multisite hat ja verteiltes Monitoring, indem ich einfach die Systeme autark lasse und mache mit einer GUI eine Gesamtansicht, die sich dann letztlich auch wie ein großes System anfühlt. Also das ist vielleicht nicht für jeden von euch jetzt das Thema, 1,3 Millionen Services zu haben. Wobei der Daniel hat gemeint, er ist noch nicht fertig, also er hat noch ein paar tausend Hosts zum Migrieren. Genau, vielleicht nur ganz kurz in eigener Sache. Wir bieten mittlerweile auch Supportverträge an für das Monitoring, CheckMK und so weiter mit garantierten Antwortzeit und natürlich auch alle Arten von Dienstleistungen um das Monitoring herum, angefangen von Schulungen, Coaching über Entwicklungsaufgaben, Checks zu programmieren, in der Form, wie es die Kunden einfach brauchen, wie viel die selber machen wollen oder wo sie Hilfe brauchen. Kontakt, ich bin glaube ich nicht schwer zu finden. Und jetzt gibt es von euch noch Fragen? Eine Frage auf jeden Fall. Hinsichtlich deiner Inhaltsprozessoren, das Terminieren der MK. Der MK. Ja. Das hat sich jetzt deutlich beschleunigt. Also, jetzt zum Beispiel diese Beispielinstanz mit den 70.000 Hosts, das sind allerdings Hosts, die nur gepinkt werden. Er erzeugt jetzt die Nagios-Konfiguration für diese 70.000 Hosts. Du siehst, es ist also, sage ich mal, im grünen Bereich. Also der Neustart von Nagios dauert ungefähr 50 Mal so lang. Also die Konfiguration ist ungefähr 11 Megabyte groß hier. Also das geht wirklich schnell. Und das Vorkompilieren der Host-Checks ist jetzt auch deutlich beschleunigt in der neuen Version. Das ist jetzt hier ja nicht gemacht worden, weil ich nur die Ping-Hosts habe. Aber da hat sich wirklich eine ganze Menge getan. Es wird auch nur noch dann neu kompiliert, wenn sich für den Host was geändert hat. Und das bringt irrsinnig viel. Und es gibt noch eine Möglichkeit, dass du die Host-Checks verzögert kompilieren lassen kannst. Also das Thema ist eigentlich erledigt. Was am längsten dauert, ist wirklich der Nagios-Neustart selber. Und der steigt quadratisch mit der Anzahl der Hosts. Das liegt auch im Nagios-internen Programmierung. Deswegen ist es mit den 75.000 Hosts hier schon einfach ein bisschen grenzwertig. Ja? Also
Das BI ist momentan nur über Dateien konfigurierbar. Das kann ich beliebig aufteilen. Ich kann es in eine Datei stecken, ich kann mehrere draus machen. Das ist ähnlich wie dieses conf.d-Prinzip. Du hast Verzeichnis und alles, was da drin liegt, wird eingelesen. Aktuelle Weg ist der, du machst einen Nagios-Check draus. Also nochmal als Kurzdemonstration. Ich mache mal diesen Frame, zeige ich mal an. Und hier unten gibt es auch ein Icon, wo ich nur den Frame kriege. Und jetzt machst du hier oben eine Variable dazu. Output Format ist gleich JSON zum Beispiel. Und dann kriegst du das Ding in der maschinenlesbaren Form. Und damit ist es also relativ einfach, einfach so einen klassischen Nagios-Check zu bauen oder einen Check im Car-Local-Check noch besser, der praktisch diese kompletten Aggregate aus jedem Aggregat einen Service macht und über den kannst du ganz normal Reporting machen. Das ist jetzt der jetzige Stand, also ist noch nicht richtig ausgefeilt an der Stelle, aber es geht auf dem Weg. Das Ziel ist, dass wir ein eigenes Reporting machen, was rückwirkend funktioniert, wo du sagen kannst, du erzeugst so ein BI-Aggregat, machst einen Bericht über den letzten Monat, schaust, was rauskommt und tunst so lange rum, bis halt deine drei Neunen rauskommen. Also es ist ja teilweise so, ja, du hast jetzt ein Filesystem, das war jetzt auf 80%, dann war es jetzt rot, mein Gott, die Anwendung lief trotzdem. Jetzt stellst du fest, eigentlich ist diese Regel Quatsch gewesen an der Stelle, dann änderst die Regel. Das Problem ist, wenn du es andersrum machst, ist, dass du immer einen Monat sagst, okay, das war jetzt falsch, für den nächsten Monat ändere ich mal was, und dann hast du wieder einen Monat zum Ausprobieren. Und deswegen wollen wir das Reporting nachträglich machen, dass du sagen kannst, beim Berechnen des Reports wird nachträglich die komplette BI-Logik durchgerechnet anhand der zurückgerechneten Servicezustände. Das kommt immer darauf an, wer den Bericht macht. Wenn der Chef sagt, das ist ein Schmarrn, das muss nochmal gerechnet werden, das ist falsch, dann musst du es halt nochmal machen. Man kann immer darüber streiten, über die Details, also es wird... Ich gebe nur Werkzeuge, ja. Ist hier nicht notwendig. Also das ist momentan alles, was ich gezeigt habe, funktioniert ohne Datenbank. Die Anzahl... Also am Anfang hatten wir irgendwie 200 Besucher auf unserer Homepage pro Tag. Das waren wir alle Besucher auch ohne Check im Car. Und jetzt sind es ungefähr 1300 Besucher täglich, die größtenteils in dem Projekt unterwegs sind. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viele Installationen es da weltweit gibt. Aber wir kriegen immer mehr Anfragen, auch aus dem Ausland. Wir haben auch Kunden, die sagen, ja, wir müssen jetzt Check im Car machen, weil unser Kunde hat das schon und der will unbedingt das. Und es landet dann immer bei uns am Ende. Also es gibt es immer mehr. Auch in Rumänien ist jetzt was am Laufen und in Italien und also das ist doch, muss ich sagen, auch die Mailingliste quillt über, ja. Da ist wirklich eine ganze Menge los. Also wir sind jetzt momentan, ich habe, wenn ich mich einrechne, 6 feste Mitarbeiter plus ein paar Freiberufler. Das nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Männer im Schnitt da entwickeln. Zurzeit war es vielleicht so einer fast. Du musst auch sehen, der Code hier ist außerordentlich schlanker von dem ganzen Multisite. Also wenn du mal die Anzahl der Lines of Code anschaust, vergleichst mit, was ich, Isinga, dann würde ich jetzt mal einfach mal vermuten, dass wir maximal 10% von den Codezeilen haben. Wenn nicht noch weniger. Also die Entwicklungseffizienz ist, sagen wir mal, relativ hoch. Und die 1.1.12, die ja vor kurzem rausgekommen ist, die wird also vielfach schon produktiv eingesetzt und ist auch wirklich eine sehr gute, sehr zuverlässige Version geworden, muss ich sagen. Ja? Ja? Das
Momentan noch nicht, aber da ist gerade was im Gange. Also wir haben uns ja entschieden bei der Berechtigungsstruktur vom Vato, wenn du jetzt sagst, du hast hier einen Ordner, dann möchtest du auf dem Ordner Berechtigungen vergeben, wer darf in dem Ordner Hosts anlegen, und wir haben uns entschieden, das über die Nagios-Kontaktgruppen zu machen, ja. Weil das sind ja letztlich die Personenkreise, die du irgendwo definierst. Ich habe so meine SAP-Leute und die kriegen dann ihren Ordner und da können sie ihre Hosts da drin verwalten. Und sind dann auch beschränkt auf diesen Ordner und können dann Schwellwerte definieren, die dann automatisch nur in diesem Ordner wirksam sind in dieser Welt. Sodass man halt wirklich auch Aufgaben delegieren kann an Kollegen, die jetzt nicht das tiefgreifende Know-how haben müssen von allem, aber immerhin ihre eigenen Hosts aufnehmen, entscheiden, wann die produktiv gehen und mit welchen Schwellwerten sie arbeiten. Dass man das halt auch gut delegieren kann. Es gibt kein Vato-Config-File, sondern das Vato schreibt und liest direkt Dateien, die sind im ganz normalen CheckMK-Format. Da gibt es einen Unterordner Vato, den könntest du auch beliebig anders nennen. Und jetzt schauen wir uns zum Beispiel mal diese Rules-MK an. Da habe ich vorhin diese File-System-Schwellwerte gesetzt, als Beispiel. Wer CheckMK kennt, das ist praktisch mehr oder weniger so, wie du es selber auch hinschreiben würdest. Du kannst also auch in dem Ding jetzt ändern und dann liest das wieder ein und dann passt das auch. Ja. Genau, dann machst du einfach mkdir. Du könntest theoretisch auch einfach von der Hand einen Ordner anlegen, ein Verzeichnis anlegen, hast auch einen Ordner. Oder du kannst das Verzeichnis da drinnen, dieses Test zum Beispiel, das kannst du auch umbenennen. Also du kannst sagen, Test gefällt mir nicht mehr, move Test nach Test 2. Da hat der Vato kein Problem damit. Also es sind sämtliche Redundanzen hier entfernt. Also es ist nicht so, dass es in einer anderen Datei nochmal irgendwo der Name drinsteht oder so, sondern das funktioniert dann. Also uns war auch sehr wichtig, dass wirklich die Leute, die gerne mit der Kommandozeile arbeiten, da nicht eingeschränkt sind. Du kannst auch zum Beispiel, was die Regeln betrifft, weitere Regeln nach wie vor in deiner Main-MK oder außerhalb der Vato-Welt definieren und so eine Art Default schaffen, der man dann übers Vato auch nicht ändern kann. Also es ist schon das Ziel, dass der Admin alle Macht in der Hand behält, aber halt eine GUI zur Verfügung hat, entweder weil er halt selber jetzt mal die Schwellwerte nicht mehr weiß, wenn man... Bis du das rauskonfigurierst, ist ja manchmal schon recht komplex, diese Check-MK-Checks. Oder um halt Aufgaben zu delegieren an Kollegen, die dann nicht auf der Kommandozeile irgendwas kaputt machen sollen. Im Prinzip schon. Du musst allerdings, das Vato teilt halt die Daten ein bisschen auf in verschiedene Dateien. Zum Beispiel die Rules-MK, alle Regeln müssen halt in die Datei rein. Das kannst du aber einfach ausprobieren, indem du halt mit dem Vato ein paar Sachen anlegst und dir die anschaust, wie die aufgebaut sind. Aber letztlich ist das keine eigene Speicherungslogik, das ist sozusagen das Gleiche. Also Migration zum Vato ist eigentlich auch relativ einfach, wenn man schon in der CheckMK-Welt ist. Auch die All-Host, wenn man schon die Tags hat, kann man auch relativ einfach übernehmen. Muss man halt schauen, dass man im Vato diese Tag-Gruppen definiert hat, damit die auch auswählbar bleiben. Also man kann das so umbauen, dass man nach wie vor alles auf der Kommandozeile macht, wenn man Lust hat, aber die Kollegen halt im Vato dann auch auf der Grafik arbeiten zum Beispiel. wget-r. Ja, das beantwortet die Frage, glaube ich, komplett. Ist momentan nicht vorhanden. Ja. Wir haben so eine riesige Liste von Features. Nee, schwer ist das alles nicht, aber wir arbeiten momentan an allen Fronten. Ja. Und die Doku-Front ist natürlich eine, die darf nicht vernachlässigt werden, das ist klar, aber man kann sich ja auch nicht zerreißen. Ja, dann danke ich. Ja, du noch? Von was? Also, die Legacy-Checks, da gibt es jetzt noch keinen Zeitplan dafür, aber unsere Idee ist, dass man sozusagen für die Checks so eine Art Template vordefiniert,
dass man dann auch über dasselbe Verfahren die Schwellwerte definieren kann, wie wir hier gesehen haben. Zum Beispiel bei den Ping-Levels damals schon gemacht in einem Beispiel. Praktisch, da wird der Host-Check konfiguriert. Dass du im Prinzip hier eine vernünftige Steuerung hast, wie die Parameter aufgebaut werden müssen, dass du nicht wieder auf der Kommandozeile irgendwelche Ausrufezeichen schreiben musst. Also ich kann dir aber noch keinen Zeitpunkt nennen, wann das irgendwie umgesetzt ist. Also nach mir ist gar keiner mehr, gell? Das ist Mittagspause. Auch wichtig, also ich danke euch fürs Interesse. Ich bin noch da für Fragen. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder. Oder auch früher, gerne mal bei mir.